Alter. Alter. Raffi, willst du mit mir in die Kiste? Ich will mit dir immer in die Kiste. Alter, dann komm zu mir in die Oh. Kiste. Komm schon. Oh. Du Hohlkopf. Ja, herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen. Wir waren fleißig auf Ich bin der Camera. König der Welt. Du bist der König der Sugarcanes. Ja. Yay. Wir waren wirklich fleißig jetzt hier so off-camera. Wir Haben die haben nämlich F jetzt einige Zeit gewartet und ich habe in der Zeit schon wieder Kopfweh gekriegt. Und zwar haben wir jetzt hier die Farm noch ein bisschen erweitert, haben noch ein bisschen wachsen lassen. Und Und ja, erweitert und wachsen jetzt sind lassen. wir relativ ganz gut weggekommen und wir haben parallel dazu auch noch die Flaxseed-Farm erweitert. Ja, genau. Da haben wir Auch uns aber wenn jetzt nicht die. so viel drum gekümmert, weil Genau. Flachs brauchen wir eh nicht eigentlich. Und die war ungefähr 10-mal so schnell gewachsen wie diese Ja. ganzen scheiß Sugarcanes. So, Naja. wollen wir es abwerten? Ja. Machen wir ganz. Ja, aber halt Oder. nur halt die. Die unten halt lassen. Ich habe Logischerweise. 7. Ich habe 15. Wie Daraus viel kann man brauchen schon. wir? Wie viele Bookshelves brauchen wir? 30, hast du gesagt. Achso, Bookshelves 10. 10, ja, dann brauchen wir 30 Sugarcanes. Wo Fast. sind Sugarcanes drin? Ich hab sie doch gerade hier. 17, oder wie viele? Ja, 15 habe ich. Warte, gib mir mal deine, dann. Je Und wo nachdem. hast du die von letzt? Achso, die hast du alle angepflanzt, gell? Ja. Stimmt. Bookshelves. So, also Papa und Latter. Ah, da ist noch ein Sugarcane. Und da ist auch noch eins. Ja, wir brauchen Da noch 8. liegen noch welche im Wasser drin. Zwei. Ja gut, das dürfte jetzt eh schnell gehen. Zwei habe ich noch. Jetzt wo wir so viele Sugarcanes haben. So. Ich habe übrigens noch ein Spider-Eye bekommen dann auf Camera. Da war so eine Spinne, die uns gestört hat. Okay. Also erstmal Ja, ordentlich auf die stimmt, da Fresse war bei der bekommen. Bau, bei der, bei dem Bau von dem Ding ist auf einmal eine Spinne gespawnt und ein paar Skeletons. Aber nicht ausgeleuchtet haben natürlich wieder. Ja. So, also pass auf. Ultimate Building Speed, ich sag's dir. 9. Oh, das geht sich nicht ganz aus. Ich muss Karotten fressen. Tu das. Und ich muss Chickens vermehren. Jetzt habe ich nicht genug Leder. Give me Leder. So. So. Perfekt. 8 Bücher. Unglaublich. Dann baue ich Holz. Holz. Ich mache Jungle Woods Bücher, okay. Yep. Alter, die sind dann so schön, die riechen dann so gut. So naturfreundlich und so. Naturfreundlich. Ja. Als ob die anderen Bäume nicht natürlich wären. Die riechen naturfreundlich. Okay. Wie viele? 5 Bookshelves brauchen wir. Wir brauchen übrigens einen Namen für den Mushroom. Wenn Mr. Mu. Shroom. Mr. Moo. Mrs. Shroom. Wie wär's mit Bernd? Bertha. Bernd. Warum? Bertha ist schon die andere Kuh. Ach Das ist so. Bernd, okay? Nennen wir ihn Bernd. Das ist ein Woher weißt R. du, dass es ein R ist? Weil er Bertha anal ficken wollte. Sicher, dass es nicht andersrum war? Ja, sicher. Der hat. Alter, der hat seinen Kopf in sie hinten reingesteckt. Oh. Das ist echt Wir haben eklig. 19 Spider-Eyes. Eine brauchen wir noch. Da haben wir. Können wir die Quest zweimal einreichen? Bernd. Bertha. Bernd. Bertha. Nein, Bertha steht da oben. Okay. Peter. Und Bertha braucht jetzt endlich einen Freund. Peter. Ich bin für Peter. Wieso Peter? Warum nicht Peter? Alter, weil doch. Einfach so. Okay, da halt nicht. Und dann. Penis. Penis, okay. Bin ich stark für. Ich auch. So, ich habe 3 Bookshelves. 2 brauche ich noch. Wachs, Sugarcanes, die gehen auch immer nicht schnell genug. Ah, oh, Fussel ist groß geworden. Ah. Voll süß. Wo denn? Soll ich Fussel? Nein, du sollst sie nicht umbringen. Nein. Wo, der da? Das ist Fussel gewesen, ja. Oh, das ist Fussel. Das ist Fussel. Kann ich den melken? Nee. Ah, süß. Sie werden so schnell erwachsen. Spinne? Spinne? Spinne! Komm, wehe, du droppst jetzt keine Spider-Eye. Keine Spider-Eye. Keine You Spider-Eye. serious? That Ultimate Deutsch. Das
Ich bin so nur neidisch. Nein! Kannst du in Zukunft selber deine Spider-Eis besorgen? Halt doch deine Fresse hier, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Lol, Fussel kann sich nicht vermehren. Der will keine Herzchen abstrahlen. Oh. Ja, vielleicht können ja Gezähmte nicht vermehren, irgendwie. Doch, doch. Du musst Gezähmte vermehren. Aber die Sache ist, Fussel ist der Einzige, der keine Herzchen kriegt. Da, die beiden anderen Gezähmten, seine Mutti und so, die kriegen schon. Seine Mutti und so. Schau die Bomben jetzt. Und jetzt gibt's einen neuen Fussel. Fussel 2. Fussel 2. Hey, süß. Fussel, kommst du? No! Hast du gehört? Ja. Oh. Oh. Ah, das ist eine große Fussel. Setz dich neben ihn. Komm, du setz dich jetzt neben ihn. Putzig. Wir machen jetzt Mutter-Tochter-Seite. Ich hoffe mal, dass wir die Folge wenigstens die Quest fertig kriegen. Ja, ich auch. Also, das regt mich nämlich langsam auf. Wir sitzen jetzt seit 3 Folgen, 4 Folgen an dieser einen Scheiß-Quest. Bloß weil die doofen Sugarcanes nicht wachsen. Ja. Die mögen uns einfach nicht. Mhm. Hast du die ganzen Sugarcanes? Wie, ob ich alle hab? Ob du die hast? Ja, ich hab halt welche abgeerntet gerade. Achso. Hast du schon Bookshelves? Ja, ich habe jetzt 3. Ah, ein Sugarcane ist gewachsen. Yay. Was können wir denn dabei noch machen? Wir brauchen Spider-Eyes, ja, haben wir fast. Rite of Fire. Mycelium. Wir könnten unsere Mycelium-Farm ein bisschen ausbauen. Könnten wir tun. Weil wir brauchen am Ende... 32, oder? 32. Ja. Das heißt, es sollte 32 groß sein. Dann könntest du ja noch ein bisschen Cleanstone brennen. Ich hab noch 64 dort. Okay. Wenn das reicht. Das reicht. Spider-Eye? Spider-Eye! Wir haben alle Spider-Eyes beim 10. Cool. Perfekt. Gut. Hier, zack, 10, 20 Spider-Eyes. Nice. Nice shit, ja. Also wir müssen aber erst außenrum auch erweitern, gell? Also den Cobblestone. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht genug Cobblestone dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was ist ein 8 mal 7, Raffi? 56. Das heißt, wir haben schon lange. 56. Das heißt, wir haben schon lange genug Mycelium. Ja, und? Er kann nie genug Mycelium haben. Das stimmt allerdings. Aber Mushrooms spawnen ja leider nicht auf Mycelium. Vielleicht spawnen ja andere Viecher, wer weiß. Nee. Nicht immer so pessimistisch. Ich bin nicht pessimistisch. Du bist pessimistisch. Bin ich das wirklich? Ja. Oh, verdammt. So gut, damit hätten wir unsere Farm ausgeweitet. Das ist die nächste Aufgabe. Oh mein Gott, so viele Items, gib dir mal. Simon? Was machst du? Ich bin runtergefallen. Ich geb dir mal die ganzen Items. Oh, Alter, und es werden immer mehr. Ich will da mal drauf schauen. Ich war da noch nie oben. Nicht? Wir machen eine kleine Besichtigungstour. Ja, du kennst es ja schon. Ich geh jetzt als erster rauf. Ja, ich muss dich ja führen. Muss mich überhaupt nicht führen, Alter. Doch. Ich wurde geboren, um zu führen. Ich hab ab morgen einen Führerschein. Also, jetzt haben wir wieder Zeitception natürlich. Ja, ich dachte mir auch gerade. Die Sache ist natürlich, dass die erste Folge dieser Aufnahmesession einen Tag vor meinem Geburtstag aufgenommen wurde. Und das ist immer noch derselbe Tag. Es ist immer noch einen Tag vor meinem Geburtstag. Aber diese Folge wird wahrscheinlich irgendwie... Ich weiß nicht, 300 Tage nach meinem Geburtstag kommen und deswegen... Voll crazy hier oben, oder? Ja, kann man da reingehen. Boah, schau mal, wenn man hier ist, dann sieht man nichts von unserer Base, sondern nur den Cobblestone hier. Voll creepy. Wenn man hier ist, dann sieht man schon was von unserer Base. Ja, hier, warte, hier kannst du, glaube ich, reingehen.
Ja, genau. Wenn du willst, natürlich. Alter, ist hier. Ja, ich komme gleich. Creeper! Oh, die Base ist so krass groß. Und so symmetrisch. Hui! Hasta la vista. Ich sehe die Babyschweinchen, aber die Chickens sieht man nicht. Chickens und Hunde sieht man nicht, aber die Schweine und sogar die Babyschweine sieht man. Die Kühe auch. Sehr cool. Was macht das für einen Sinn? Schau mal da runter. Erklär mir das. Ja, die sind halt größer, die Schweine. Aber das Babyschwein ist doch nicht größer als ein Wolf. Doch. Nee. Kann ich irgendwo runterspringen? Nee, schade. Ist eh gerade nichts gespawnt. Oh, du kannst dir gerne die Technik anschauen. Nicht? Ja, ich bin doch gerade drin. Achso. Oh, scheiße, der Schlund in den Abgrund. Das spawnt eh nichts, wenn wir da sind, oder? Ja, eben. Oh, es ist heiß hier. Swag. Swag, Alter. Alter. Oh, shit. Shit. Bau einfach zu. Bau zu und lass mich hier verrecken. Ja, ich hab gar nichts zugebaut. Ja, aber ich hab aufgebaut. Hä? Ja, weil ich gerade in das Wasser rein bin und ich will jetzt runterrutschen. Nein, ich hab schon zugebaut. Wie, du machst die Monsterfalle kaputt, Alter. Mach ich doch gar nicht. So, ich lass mich jetzt mal runterspülen, okay? Warte, ich schau zu. Stehst du unten? Ja, also nicht unten, warte, ich geh unten hin. Ein bisschen Sugarcane. Verdammt, Mann, jetzt! War ich nicht da? Ich geh nochmal raus. Hey, Wasserrutsche! Des Todes. Wasserrutsche des Todes. Stell dir mal vor, so Thermi Erding oder so. Yay, Wasserrutsche! Des Todes. Das fand ich ein bisschen unsozial von den Leuten. Das fände ich sehr unsozial. Weißt du, du steigst so ein, dann steht noch auf dem Schild drüber so, yay, Wasserrutsche! Und dann so rutscht es so 5 Meter des Todes. Nein. Voll hart. Ich brauche noch einen Sugarcane, dann können wir einer die Quest einlösen. Das wäre schon mal ein Erfolgserlebnis. Das wäre sehr cool. Wir brauchen eigentlich nur ein Silk Touch Ding fürs Erste. Eben. Willst du wieder zuschauen? Ja, warte. Bist schon oben drin wieder. Ah, ja, und mit mir 10.000 Monster. Ich sehe gerade, was da alles runterfällt. Spült euch mal runter hier. Flash. Piss. But shit. Ich gehe jetzt da einfach rein. Ich tu's. Siehst du zu? Ich schau, unten, dass ich runterfallen kann, okay? Ich seh deinen Namen, ja. Okay. Da. Hey. Mit Explosion im Hintergrund, das war episch. James Bond Style. Ich hoffe nur, der Creeper hat das nicht kaputt gemacht jetzt. Nee, ist ja Dings aus. Der macht nichts kaputt, gell? Ja. Ich bin ja mit Pussy-Regeln. So, ist ein Sugarcane gewachsen? Oh mein Gott, Simon. Ja, wir haben's. Oh, erst schlafen. Warum sind jetzt die Vieh hier schon wieder böse? Achso, stimmt, weil ich angegriffen wurde. Ja. Schlafen! Naja, ich muss noch kurz. Ich habe noch kurz die Schweinchen vermehrt. Schlafen! Sie noch kurz die Chickens. Schlafen! Ja, jetzt chill doch dein scheiß Leben, Alter! Mein Leben ist nicht scheiße! Schlafen! Jetzt chill doch mal! Schlafen! Alter! Ich will auch nur schlafen. Ich will doch nur spielen. Ich will doch nur schlafen, jetzt komm! Lol, jetzt sind die Babyhunde schon wieder weg. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Die sind total verbuggt, glaube ich. Weil die normalen Samen sind noch da, aber die zwei, also der erste Fussel und Fussel 2, der noch klein war, die sind jetzt weg. Hä? Was geht? Die sind jetzt weg. Ich habe gerade geschaut, die sind nicht mehr da. Der Fug. Das ist aber echt komisch. Du solltest einfach keine Hunde besitzen. Lese ich da jetzt raus. Ich merke schon. Aber ich will wieder einen Fossil haben. Da schau, die. Meine zwei WCF, die gibt's noch. Und die waren ganz sicher nicht auf aktiv. Crank-Scheiß.
Also wenn einem von euch was einfällt, warum die Hunde die ganze Zeit verschwinden, obwohl sie auf passiv sind. Minecraft-Bug. Und warum ich mit Kindern keine Kinder machen kann. Das ist eigentlich logisch, aber egal. Ja, das geht schon. Ist halt dann ein bisschen Inzucht gefährdet, aber. Wahrscheinlich wurde das irgendwie bei den Wölfen ausgeschalten, Inzucht. Von Notch. Findet er zu pervers oder was? Eben. Das hat er am gleichen Tag gemacht, wo er Gravel und Sand erschaffen hat. Ja, ich glaube es auch. So, willst du eigentlich die Spinnenfarm dann langsam wieder wegbauen? Ich finde Nee. die ist einfach so ein bisschen hässlich. Ja, dann baue sie doch weg. Aber dann muss ich die ganzen Spinnen töten. Oh. Und die töten Oh. mich. Excellent, excellent. This is exactly what I needed. New blood you may be, but you are ready proving to be an invaluable member of our little community. The enchanting table and anvil here in my study are now yours to use, but I must ask you leave them where they are. Here, this may help you as well. Lol, das heißt, wir hätten die ja nicht, wenn wir den Regeln nicht folgen würden, sondern wenn wir so Anarchisten wären, dann hätten wir die eigentlich schon die ganze Zeit benutzen können, gell? Ich glaube schon, ja. Deswegen steht auch ein Schild daneben, erst benutzen, wenn man dazu aufgefordert Jo. wird. Also ich habe gerade ein Buch bekommen. You can now use the enchanting table and anvil in the Arcanist's room, but leave them where they are. Don't take them. You'll want your own. You'll have to make your own. Enchanted Book habe ich auch noch bekommen. Aha. Ist das Silk Touch 1. Ah. Und Perfekt. damit kannst du jetzt. Damit können wir jetzt eine Schaufel wahrscheinlich enchanten, oder? Ja. Jetzt hier Enchant, Disenchant, Haben wir Repair. nicht einen Iron gekriegt mal? Ja, wir haben einen Iron. Dann können wir eine Iron Shovel Ja, machen. warum denn? Das ist doch Waste. Ja, die hält länger. Dann haben wir das Silk Touch gut angelegt. Ja, aber ich habe gerade gesehen, man kann auch Transfer machen. Das Okay. heißt, wenn die Silk Touch Schaufel fast kaputt ist, kann man es zu einer neuen Schaufel transferen, glaube ich. Okay. Das heißt, ich mache jetzt mal zwei Wie viel Schaufeln. Level hast du? 42. Ich habe nur 25. Ja, ich kill auch die ganze Zeit Monster. Hier. Vier Sticks. Zack. Okay, ich habe zwei Schaufeln. Dann, dann, dann. Dann könnten wir beide auch gleich die neue Main Quest einreichen. Die neue Main Also Quest. die aktuelle halt. Rite of Fire. Ja, Mycelium Glass Cookie. Haben wir eigentlich alles. Da haben wir Warum haben wir jetzt. das eigentlich noch nicht erledigt? Haben wir doch schon. Achso, stimmt, wir haben ja Silk Touch, gell? Ja. Anvil darf ich doch jetzt auch benutzen, gell? Ja. Ja. Hier das Silk Touch. Das kostet 6 Enchantment-Zeug. Machen wir einfach mal. Warte, wenn ich das hier reintun würde. Zack. Das kostet 9 Level, okay. Okay. Ist aber gut, dass ich jetzt ein paar Level verliere, weil sonst. Sonst habe ich einfach zu viele Ja, dann kriegt man keine XP Fußball-Droppings. fast mehr. Ach so, je mehr Level, desto weniger XP. Ja, also desto schwieriger wird's halt. Ist wie ein MMORPG. 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 So, Mycelium abbauen. Und ich gehe mal Karotten abbauen. Okay. Ja, ich bin der König der Welt. Du bist ein König der Welt. Ich bin der König der Welt. Hab ich gesagt. Mit die Fresse. Ich glaube, das reicht sogar. 16 habe ich fast. Jetzt habe ich 16. 32 brauchen wir, ne? Ja. Hält die Schaufel das aus? Locker. 32. Ist jetzt vielleicht ein Achtel kaputt. Kann man definitiv lassen. So, dann gebe ich dir deine 16. Warte, was brauchen wir noch? Ich Glas haben habe wir und Cookies haben wir. Poisonous Potato gekriegt. Haben wir Cookies? 64? Habe ich eigentlich schon mal gemacht. Und zur Not könnten wir sie schnell machen. Ja, eben. Ich glaube, wir sind in der Random Chest drinnen. 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 Doch, es ist drinnen. That's what she said. Na genau, hier sind Cookies. Ahahaha. Was?
Ja, das hab ich gesagt. WTF, wer ruft jetzt da an? Matze, ich muss kurz rangehen. Bis gleich. Tschüss. Perfekt, genau zum Ende. Right of Achso, zum plus. Ende. Wirst du jetzt Aufnahmepause machen? Ja, ich wollte die Quest noch kurz einreichen. Okay. Ja, ich geh kurz ran. Da reicht's aber schon mal. Oder wisst ihr was, dann machen wir das in der nächsten Folge. Simon? Nehmen wir jetzt auf, damit Simon auch dabei sein kann, das ist viel besser. Aber dann würde ich sagen, auch von Simon, der wahrscheinlich gerade zuhört, aber nicht sagen kann, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und dann nächste Folge reichen wir die Hauptquest ein und machen weiter. Ja, sagt er auch. Also, bis dann. Tausend und reingehauen. Sorry jetzt für Simon.